Hallo und willkommen zu diesem Screencast. Ich möchte Ihnen kurz zeigen, wie Sie eine XML-Sitemap erstellen können und wie Sie diese dann bei den Google Webmaster Tools hinterlegen können. Wir empfehlen hier die Seite xml-sitemaps.com. Hier können Sie eine kostenlose Sitemap generieren. Also wenn Ihre Website mehr wie 500 Unterseiten hat, müssten Sie hier die Pro-Version verwenden. Bei der Pro-Version haben Sie den Vorteil, dass automatisch neue URLs jeden Tag hinzugefügt werden, und für die meisten Websites wird das aber reichen. Also 500 Unterseiten sind doch schon recht viel. Geben Sie hier einfach Ihre URL ein und klicken Sie auf Start. Dann wird das Programm beginnen, Ihre Website zu durchsuchen. Also Sie sehen hier, es beginnt die ganzen URLs zu durchcrawlen und eine Liste zu generieren. Ich habe das schon einmal vorgemacht. Sie erhalten dann so ein Ergebnis, das heißt, Sie können sich hier diese Sitemap-XML-Datei herunterladen. Ich mache das einmal, hier wird sie jetzt heruntergeladen. Als nächsten Schritt müssten Sie mit einem FTP-Programm Ihrer Wahl diese Sitemap auf Ihren Webspace laden. Wenn Sie das gemacht haben, gehen Sie dann in die Google Webmaster Tools, wechseln in den Optionen auf Sitemaps und gehen dann auf hier oben auf Sitemap hinzufügen. Sie erhalten dann hier ein Feld, wo Sie dann die URL genau definieren können. Nehmen wir an, wir hätten die jetzt einfach ins Root-Verzeichnis, also in die oberste Ebene geladen, dann wäre das die Adresse, also der genaue Speicherort dieser XML-Datei. Dann könnten Sie sagen, Sie möchten es testen oder wirklich schon einreichen. Ich gehe hier mal auf Testen. Ich glaube, bei uns liegt die Test ist jetzt abgeschlossen. Bei uns liegt die XML-Datei extern, da sie jeden Tag neu generiert wird. Ich schaue mal, was er da beim Test gefunden hat. Also er hat jetzt bei uns keine XML-Sitemap gefunden, da sie, wie gesagt, bei uns nicht unter diesem Pfad liegt, sondern extern liegt und jeden Tag neu gecrawlt wird. Aber im Endeffekt würden Sie dann einfach kurz auf Testen gehen. Wenn dieser Test erfolgreich durchgeführt wurde, können Sie dann einfach diesen zweiten Button betätigen, also XML Sitemap einrichten. Und Sie haben dann an Google Ihre XML Sitemap übermittelt, und Google wird sich dann leichter tun beim Crawlen Ihrer Seite.